Frank von Kajani hier. Wie ihr mitbekommen habt, ist gestern das Update für Disney Infinity durchgelaufen. Wir schauen mal rein, was sich geändert hat. Zuallererst ist uns aufgefallen, dass, okay, Star Wars keine Änderungen, im Marvel-Bereich hier die neuen Figuren hinzugefügt wurden. Haben wir hier Vision, Black Panther, Ant-Man und Captain America, The First Avenger. Gut, das sind die neuen vier, die jetzt am 24. März wahrscheinlich kommen werden. Dann schauen wir weiter. Gut, Mickey Mouse ist jetzt, ja, fehlt einfach nur, weil sie uns noch fehlt. Sonst gibt's bei Disney keine Veränderungen. Hier haben wir dann die neuen Bonusmünzen. Da ist Ghost Riders Motorrad. Können wir noch nicht haben. Ist noch nicht raus. Dann geht's weiter. Darkhawk Stoß. Nova Corps Angriff. Kosmische Würfelattacke. Kommen mit dem Marvel Playset gleichzeitig auf den Markt. Haben wir noch nicht. Können wir noch nicht haben. Völlig verständlich. Okay, gehen wir rein in unsere Toybox. Schauen wir mal, was es da Neues gibt. Okay. Sind wir drin. Baut jetzt gerade ein bisschen. Ich würde sagen, wir gehen zuallererst mal, wenn die denn irgendwann fertig ist. Ja. Hervorragend, dass du so schnell zurückgekehrt bist. Ja, finde ich auch. Finde ich toll. Gut, das Wähler geht runter. Ich stelle mal irgendwen anders drauf. Ich möchte einen, der fliegen kann. Mein Plan eingeleitet wurde, kann mich nichts mehr aufhalten. Und wir schauen mal in die Helmgalerie. Da hat sich was getan, das haben wir schon gesehen. Wollen wir euch mal zeigen. Okay. Super. Fliegen ist eine Kunst. Ja. Definitiv eine Kunst. So, hier vorne im vorderen Bereich wurde bereits angepasst. Das ist der Hulkbuster, bleibt auch soweit bestehen. Da hat sich jetzt nichts getan. Hier sind allerdings die vier neuen Captain America. Da haben wir den Black Panther. Ant-Man. Und Vision. Okay, was uns jetzt aufgefallen ist, beziehungsweise wir wurden darauf aufmerksam gemacht. Hier ist ein kleiner Fehler im Update durchlaufen. Ghost Riders Motorrad kann noch gar nicht angezeigt werden, weil haben wir noch nicht. Okay, eben nur eine Kleinigkeit, also von daher halb so wild. Im Disney und im Star Wars Bereich hat sich nichts geändert. Da ist nichts dazu gekommen, keine neuen Bonusmünzen dazu. Aber dafür gibt es schon ein paar neue Sachen. Ich hoffe, ich finde das jetzt auf Anhieb, die bereits in dem Patch inklusive waren. Gehen wir mal in den Spielzeugladen. Da geht's los. Set-Teile, Bausets. Ja, da war ich nicht wirklich. Anspruchsvoller Innenbereich. Da haben wir es, die Weltbauspielzeuge. Da geht's los, Marvel Schlachtfeld. Da ist eine ganze Menge mit dazugekommen, was nur ganz interessant ist. Mit dem neuen Battlefield Playset kommen wohl auch Herausforderungen. Da steht bei diesem jetzt, bei der Vibranium-Kiste steht jetzt eben, dass sie freigeschaltet wird ab Herausforderung 9. Als Nova, als Venom, da ist es Herausforderung 26 als Ultron. Da haben wir Herausforderung 1 als Captain America, The First Avenger. Also
sieht so, ach, schau mal, na, Herausforderung 23 als Yondu. Also es sieht so aus, als müsste man die komplette Marvel-Palette besitzen, um eben das ganze Spiel mal durchzuspielen. Mag am PC vielleicht ganz witzig sein, könnte aber für die PlayStation und die Konsolen recht knackig werden, weil es da nicht mit dem Code funktioniert. Da muss also wirklich die Figur auf der Base stehen. Gut, also die Schlachtfelder Seite 2 sieht so aus, als wenn es das kostenfrei zu kaufen gibt. Ja, mal schauen. Da haben wir noch Pflanzen. Okay, die haben wir schon alle. Die haben also nichts mit dem Marvel-Schlachtfeld zu tun. U-Bahn-Waggon, Förderwagen, Raketenantrieb mit vom Mondstützpunkt. Ja, müssen wir gucken, was sich da ergibt. Jetzt hatte ich aber noch was entdeckt. Set-Teile und Bausets. Ich hoffe, ich bin da jetzt mal. Nee, es sind die Figuren Star Wars, das war falsch. Disney Infinity Kreaturen, das war auch falsch. Star Wars Mitwirkende, Disney Infinity Mitwirkende, da ist es auch nicht. Sidekicks, nein. Gleich haben wir es, irgendwann haben wir es. Da schauen wir jetzt mal fix durch, da haben wir es. So, da ist Baloo. Als Kostüm, noch gesperrt, klar, Figur ist noch nicht raus. Da haben wir das Alice-Filmkostüm, da ist der verrückte Hutmacher und da ist Zeit. Die sind also schon inklusive. Jetzt war noch eine Sache, die ich gesehen hatte. Gegner, ja, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich weiß nur nicht, wo das jetzt genau versteckt war. Im Bereich Spielzeuge. Also die Räume, Disney Infinity Möbel, Dekos, Deko, Deko, Deko. Ne, das sind die Charakterporträts. Anakin Skywalker. Da sind sie. Die Bilder von Baloo, Zeit, der verrückte Hutmacher und Alice, die sind also auch schon vorbereitet. Habe ich natürlich auf Anhieb nicht gefunden. Gut, hier sind die neuen. Die sind ja eh mit dem nächsten oder demnächst verfügbar. Okay, eine Sache haben wir jetzt noch eben schnell auf die Beine gestellt. Ich glaube, Ultron ist mir da. Ach, Quark. Okay, Ultron ist mir eindeutig zu schwach, deshalb hole ich Ich bin dein Vater, Darth Vader. Wenn ich ihn jetzt finde, da ist er. Hervorragend, ja. Dass du so schnell zurückgekehrt bist. Wer regelmäßig unsere Videos schaut, hat gesehen, dass wir hier vorne in dem Bereich ein wenig umgebaut haben. Wir haben einen Boss-Generator mit eingebaut. Das heißt, wir schmeißen uns hier auf diesen Knopf, stellen uns drauf, wie auch immer dieses Ding heißt. Ich glaube, jetzt will ich es wissen. So, das ist der Auslöser. Das hat mir jetzt gerade gefehlt. Gut, wir stellen uns auf den Auslöser und ein Boss wird mittig erscheinen. Wir haben voreingestellt, wie ihr sehen könnt, Zeit. Den ärgern wir jetzt mal ein bisschen, mal schauen, was er kann. Darth Vader ist jetzt natürlich auch jetzt eine starke Hausnummer als Gegner. Gut. Wir spielen jetzt einfach noch mal ein bisschen mit ihm. Unterwirf dich und verneig dich. Ja, also ihr seht, Darth Vader, der haut das Lichtschwert raus, da hat er überhaupt keine Chance. Aber eben schon vollständig verfügbar, obwohl noch nicht wirklich released, das neue Playset. Also wir lassen ihn jetzt, wir hauen ihm noch einmal. Habe ich nicht aktiviert. Ah, will er nicht mehr. Kommt keiner mehr? Nö. Mag mich nicht mehr.
Na gut, okay. Vielleicht zur Erklärung, die Auslöserzone habt ihr ganz normal in den Creativity Toys. Und dazu gehört passend der... Wo ist er? Hier, der Feind-Boss-Generator, oder? Ja, Bosskampferzeuger nennt sich das Ding. In den Eigenschaften des Bosskampferzeugers könnt ihr dann eben halt hergehen. Venom, der grüne Kobold, Ronan, Hulk. Ah, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt einer, den ich treffen möchte. Barbossa, Davy Jones, Syndrom, Boba Fett, General Grievous, Darth Maul, Darth Vader. Ja, mir fehlt hier leider der Zufallsgenerator. Wahrscheinlich lässt sich der aber mit den Creativity Toys zusammenknüpfen. Müssen wir mal schauen, ob wir da eine Möglichkeit finden. Gut, das war's jetzt fürs Erste gewesen. Also ihr habt den Boss gesehen. Schade, dass er nur einmal gespawnt ist. Wahrscheinlich müssten wir die Toybox neu starten. Okay, ja, sobald wir mehr wissen diesbezüglich, melden wir uns wieder. Ansonsten war es das jetzt erstmal für dieses Video und für das aktuelle Update von Disney Infinity. Ihr findet natürlich alle Figuren, die wir besprochen haben, auf kayani.de zum Sammeln bereit. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen und bis demnächst.